Die Idee ist halt, unter Wasser zu gestalten, ist echt schon cool, ja. Geht die Solaranlage auch unter Wasser? Ich dachte, die sollte an die Oberfläche. Nö, die kannst du hier unter Wasser platzieren. Bei Nacht hilft das halt nichts, ne? Du siehst halt hier. Ich habe jetzt hier oben Energie, wenn du nach oben am Bildschirm guckst, von 408 gerade. 450 geht. Das wird halt aktuell ein bisschen aufgebraucht, weil hier unten das Ding zieht ziemlich viel Strom, die Filtermaschine hier. Ich finde die ja nicht so hilfreich, aber ich habe sie einfach mal gebaut, weil ich wissen wollte, wie sie funktioniert. Und mal einmal voll fressen. Und nachts wird die Energie wie auch komplett aufgebraucht. Und wenn du halt hier Batterien nachfüllst und so ein Gedöns machst, geht auch Energie bei drauf. Und nachts, wie gesagt, geht das runter. Und wenn du nicht genug Puffer hast, dann fällt hier auch mal Strom aus, ne? Genau. Oder wie es bei Star Trek heißt. Ja, ich habe tatsächlich Star Trek nie geguckt, aber ganz wenig. Also, cooles Spiel. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, ne? Wer sowas in diese Richtung mag, macht nichts falsch. Aber Langnallo, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich muss mal vorbeikommen. Ich kann mich nicht hier dran erinnern, dass du streamst. Das muss ich nachholen. So, dann einmal bitte die Taschen leeren. So, Titan. Titan haben wir hier, aber auch immer noch sehr viel. Das heißt, wir brauchen 10, ne? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann können wir nämlich jetzt so eine Titanbahn noch machen. 10 Stück brauchen wir dafür, genau. Zack. Dann machen wir das hier rein. Glas können wir wieder. Gold. Salz haben wir hier. Dann Quarz. Hier. Glas da. Ja, Schwebe. Warte mal, bei Fertiges. Das packen wir bei Fertiges. Brauchen wir die rein. Dann nehmen wir uns mal zwei Energiezellen mit. Die hau ich mal gleich in den Kofferraum. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Wachtraum. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich die da drin habe. Wir hätten immer noch, wenn ich die mal verlieren sollte, wäre das nicht so schlimm. So, jetzt ist dunkel draußen. So, und dann siehst du halt nichts, ne? Im Wasser. So. Du hast zwar eine Lampe an der Motte. Eine Seemotte, aber weit gucken kannst du trotzdem nicht. So, das hauen wir bei Sonstiges rein und dann werden wir eigentlich nochmal Richtung Aurora. Ich würde die eigentlich gerne finden wollen. Aber bei Sonstiges können wir das auch einpacken. So, dann ist die Tasche soweit klar. Wir haben nämlich einen Hinweis und ich bin jetzt einmal schon, habe ich das nicht hinbekommen. Normalerweise werden die Dinger, also du hast so Rettungskapseln, also sind mehr. Du bist eine Rettungskapsel gewesen und hast überlebt und guckst halt die anderen Rettungskapseln ab. Und ich habe hier bei der Rettungskapsel 7 halt den Hinweis. Also die wird mir nicht auf der Karte angezeigt, weil die Daten nicht richtig gespeichert wurden. Genau, die Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. So, man sieht natürlich hier nicht so wirklich viel drauf. Nur so ein bisschen Gebirge. Besatzung meldet Probleme mit eurer Bordfabrikator. Mit ihrem Bordfabrikator. In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität auf 200 Meter gesunken. Ursprung der Übertragung ungefähr 1 Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. So, und die Aurora wissen wir. Erstmal werde ich das Ding gleich nochmal reparieren. Was war das für ein Sound eben? Irgendwas hat doch hier gepiept. Wird das schon wieder langsam hell oder dunkel? Guck mal, das sieht natürlich auch episch aus, ne? So, da ist die Aurora. Das heißt, wir müssen nochmal hier in die Richtung. Aber einmal kurz reparieren. Ist das überhaupt das Laser? Ja, ist ein Laserschneider. So, Reparatur 3, 3 und. Warte. Mal ran hier. Warum zeigt er mir das nicht an hier?
Ich muss mal auf die 3 gehen, ne? Und nicht Laserschneider. Meine Fresse. Jetzt ist er bei 100%. So, bin mal raus. Cooles Stream und nicht von den Fischen anknabbern lassen. Danke gleichfalls. Schlaf schön, mein Lieber. Schön, dass du da warst. Schön, dass es dir gefallen hat. Das freut mich. So, die Geräuschkulisse ist natürlich auch so ein bisschen... Die muss man sich gewöhnen. So. Hier sind auch große Fischis. Die sind zum Glück sehr entspannt. Die machen gar nichts. So, es wird auch langsam wieder hell. Ist gut. So, wir sind süd... Tier gehört, was sehr aggressiv ist. Da hinten. Da hinten ist das. Sehr aggressiv und ich habe noch keine Ahnung, wie ich mich dagegen verteidigen soll. Deswegen bleibe ich davon ein bisschen weg. So, jetzt nochmal gucken. Also wir sind jetzt südlich. Südlich. Genau in der Mitte. Und er sagt südwestlich. Das heißt, wir müssen ja relativ gerade beziehungsweise ein bisschen links davon ab. Auf 200 Meter Tiefe. Wo abmachen? So, das... Heißt, wir müssen jetzt hier runter. Das sieht auch so ein bisschen wie karges Gebiet aus. Und nicht zu weit. Irgendwo hier. Kann das mal ein bisschen heller werden, bitte? Die Geräuschkulisse der Atmosphäre fand ich mitunter das Highlight von dem Game, ja. Definitiv. Die Geräuschkulisse kann einen echt fertig machen. Oh, warte mal. Nee, das, ja, ne? Das sind noch 100 Meter hier. Scannerraum haben wir. Ja, die Jumpscares sind ziemlich krass hier, ne? Also, ich bin nicht so ein Jumpscare-Fan und dadurch, so verhalte ich mich aber dann auch leider Gottes manchmal im Spiel. Das war das, was Exifron meinte. Mit dem, nee, er umkreist seine Gegner lieber 3 Stunden. Ich mach das nämlich nicht so mit dem Erschrecken, das ist nicht so meins, da bin ich schon zu alt zu. So, also rein theoretisch hätte ich jetzt gesagt... Oh. Moin. Die sind aggressiv, aber ich störe mich jetzt nicht so. Hör ich hier einen Reaper? Nee, ne? Täuscht, oder? Ich glaube, das täuscht. Ist leider sehr dunkel und wir sind auch nicht mehr auf 200 Meter Tiefe, sondern schon auch einen Schnaps wieder tiefer. Aber es sieht hier nicht falsch aus, muss ich gestehen. Könnte nur sein, dass wir schon weit sind, ne? Muss ich ein Stück zurück wieder? Könnte das sein? Ich würde fast behaupten, ein Stück zurück. Aber ich muss mal einmal auftauchen. 200 Meter? Komm. Ne, das war ein schlimmes Ziel, glaube ich. Ah, wir schwimmen mal so hoch. Wird zu anstrengend. Ja, doch, so falsch muss das nicht sein hier. Das hat halt meistens einen Grund, ne? Also, beziehungsweise meistens findet man bei den Rettungskapseln auch irgendwas. Gedacht, ich hätte gerade was gesehen. Das ist keine Kapsel, ne? Ist halt, wenn es dunkel ist, halt mega scheiße. Und der Meter-Tiefe passt halt. Das ist halt keine Rettungskapsel, ne? Ist halt nur ein Stein. Du kannst nichts machen. Aber ganz falsch sind wir hier nicht. Das sieht genauso aus wie auf den Bildern. Die Frage ist nur...
Frage ist nur. Fuck. Frage ist nur, da, ist das bei den Reaper die Rettungskapsel oder nicht? Sind die klein? Alter, schon wieder ein Schreck. Da ist ein Reaper. Fuck. Lass mich doch mal in Frieden. Ich sehe gerade einen Reaper. Lass mich in Ruhe. Das sieht immer. Okay, da ist aber keiner. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Lass meinen Ding in Ruhe hier. Wie die das auch immer gleich so doll kaputt kloppen müssen. Wenn die nichts Besseres zu tun haben. Sieht nicht so falsch aus. Aber ey, guck mal, wir sind schon wieder viel zu tief. Aber wo ist denn das höher? Auf 200, dann muss ja eigentlich da sein. Aber auch irgendwo da war der Reaper, ne? Ich höre ihn gerade nicht mehr. Da war der, da war der, ne. Eigentlich muss der hier sein. Nicht zu wissen, wo da ist, ist immer ein bisschen assi. So falsch kann das hier nicht sein. Hier ist zu hoch. In Ruhe. Na hier, es kann nicht so falsch sein. Weil laut Bild ist das hier irgendwo. Hier schon wieder fast ein bisschen hoch. Ist es dahinter? Schon wieder zu viel. Zu hoch und zu viele Pflanzen, ne? Ich finde die Scheiße nicht, ne? Das ist mir zu kompliziert. Ich check's nicht, ey. Gut. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden wir einmal zur Basis. Und ich würde tatsächlich die aktuelle Aufnahmesession damit einmal beenden. Ich gehe ein bisschen farmen, weil das habe ich letztes Mal gar nicht geschafft, weil wir an der Aurora stehen geblieben sind. Farmen ist ja immer so schön langweilig. Ein bisschen Titan. Ich werde vielleicht nochmal so ein paar Plastalstahlbahnen oder wie die da heißen da nochmal herstellen. Ja, das muss eigentlich aber relativ richtig gewesen sein.
Wahrscheinlich noch ein Stück weiter zum Reaper hin, den wir kurz zwischendurch gesehen haben. Ich werde schon mal gucken, dass ich vielleicht mal das richtig große U-Boot ein bisschen vorbereite von den Mats her, dass ich mir die nochmal zusammensammle und Rubine, gut, werden wir wieder ein bisschen zusammensammeln müssen, weil ich ja da noch keinen Plan habe, wo ich die finden kann. Was man natürlich auch machen kann, wäre nochmal so eine, mal gucken, einmal unten bitte. Closed. Warte mal. Ach, hier hin. Man könnte natürlich auch nochmal das Reichweitenmodul. Wir haben genau ein Magnetit. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Pass mal auf. Magnetit. So, wir haben nämlich jetzt hier nur zwei Seiten. Ich mache jetzt einmal das Reichweitenmodul. Kupfererz und Magnetit. Kupfer. Oh, da. Kupfer. Und dann war es, glaube ich, bei seltene. Seltene Sachen. Selten. Und ein Magnetit. Dann haben wir das zwar aufgebraucht. Aber vielleicht finden wir dann nochmal Sachen, die wir sonst nicht so sehen. Reichweitenmodul. Zack. Zack. Wir haben auch gar kein Modul drin. Gar nichts weiter gefunden. Das heißt, wir müssen dem erst einmal was scannen lassen. Also irgendwas. Und wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Damit er erstmal hier von der Reichweite her Gas geben kann. Gucken kann, was finde ich denn hier noch so schicke Sachen beim Scannen. Weil die Kamera... Gut, warte mal. Ich fällt gerade ein. Man könnte natürlich Folgendes machen. Bin ich damit schneller? Ist das beweglich? Ah, der hat bestimmt nur eine bestimmte Reichweite, ne? Und was passiert, wenn der Reaper das Teil angreift? Finde ich das gerade schneller als die Seemotte? Ja. Wenn ich den Scannerraum viermal das Reichweitenmodul reinmache, reinmast, füllt das Hologramm den gesamten... Ach, man kann davon sogar mehr reinmachen? Das wusste ich nicht. Oh, guck mal, hier wird es schon richtig schwammerig. Das ist ihm zu weit hier. Sonst hätte ich das ja so gesucht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, man sieht ein bisschen was, aber... Ja, hier wird's richtig. Hier wird's schwierig. Und da macht's auch keinen Sinn. Aber ich habe auch keinen Bock, mit dem jetzt zurückzufahren, ehrlich gesagt. Kann ich auch hier einfach... Ja. Wenn ich wieder reingehe... Scheiße, dann bin ich echt auf der Entfernung, ne? Aber ist mir egal. Hol ich mir ja dann auch auf Stream wieder. Ach so, man kann davon mehr reinmachen, das wusste ich gar nicht. Reichweite von den Dingern ist kacke, aber wenn sie kaputt geht, brauch halt eine neue. Ja. Okay, beim Scannen findet er nur Sachen, die du in den Scanbereich selbst aufgesammelt hast. Ach so, das ist ja scheiße. Ich dachte, ich könnte jetzt den Scanner losballern, weil ich habe es ja auch manchmal erlebt, wenn ich so Kupfererz gesammelt habe und so, dann hat er damit mal auch weitere Sachen hier gefunden. Aber okay, ich dachte... Ja, stimmt. Gut, er hat jetzt auch nicht so lange gescannt, aber... Ich dachte, wenn ich ihn einfach mal so den Boden abscannen lasse, dass er dann mir, keine Ahnung, auch irgendwann Rubin anzeigt, weil er halt so lange so viel und auch so weit gesucht hat, wenn man denn von der Reichweite her... wenn das von der Reichweite her passt, dass er dir das halt auch da anzeigt. Das ist natürlich ärgerlich. So, grundsätzlich ist der Scanner ganz cool, aber ein bisschen besser wäre nicht schlimm. Sagen wir mal so. So, zack, zack.
Erstmal essen. Ah ne, Platz haben wir jetzt ja noch. Das Platzproblem ist gelöst. Oh, warte. So. Okay, gut. Dann, Modifikation. Ich glaube, die... Weiß ich gar nicht. Haben wir die schon? Ja, die hatten wir auf jeden Fall schon gemacht. Stoßkanone. Zyklop-Tiefenmodul Stufe 2. Habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass ich das schon kann. Da, oh, 3? Glaube ich auch nicht. Habe ich auch nicht auf dem Zettel. Brauchen wir Rubin? Also wir müssen irgendwie mal Rubin finden. Und, oh Gott. Kyanid? Wie macht man das denn? Kyanid. Ich glaube, das kann ich noch nicht. Wie macht man denn Kyanid? Nope. Conchi kann das noch nicht. Nein. Gut, ich werde ein bisschen farmen gehen. Vielleicht auch mal die Beschriftung ein bisschen anders machen. Vielleicht mache ich auch komplett andere Schränke. Glaube ich jetzt nicht. Ich finde das System eigentlich ganz okay. Mich nervt halt nur diese Beschriftung, dass wir jedes Mal dafür Kupfer brauchen. Das heißt, ich muss halt eigentlich erstmal Kupfer farmen gehen. Ich weiß, ich habe hier unten gesehen, ich habe hier noch ein Schild über. Das können wir gleich nochmal abbauen. Was haben wir hier noch über? Kuh. Das haben wir noch über, aber das ist auch das Einzige. Oh, hier, nee. So, dann könnten wir zwei Schilder schon mal wieder machen. So, 2, 3, 4. Brauchen wir aber. Ja, okay, das geht. Geht doch. Man muss sich nur nicht so anstellen. Gut, an YouTube sage ich erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis bald. Ja, und tschüss.